Öffentliche Projekte im Bereich Erziehung und Bildung gibt es viele. Das Familienzentrum in Aalen ist eine ganz besondere Initiative. In der Mammutschule trafen sich Bürgermeister Dr. Alexander Berger, Ursula Woltering, Fachbereichsleiterin Jugend und Soziales, Schulleiterin Elke Walter und Anja Schütte, Koordinatorin des Familienzentrums, mit Stefan Buschermöhle und Michael Vorderbrücken von der FIA-Stiftung der Volksbank EG zusammen. Für die Vertreter der FIA-Stiftung war es spannend zu erfahren, wie das Modellprojekt umgesetzt wird. Die Bauarbeiten sind im vollen Gange. Im Familienzentrum Aalen stehen die Stärkung der Bildungs- und Erziehungskompetenz im Vordergrund. Eltern sollen so früh wie möglich zielgenaue Hilfe und unmittelbare Unterstützung erhalten. Was anspruchsvoll klingt, bedeutet für alle Beteiligten eine große Herausforderung. Eifrig wurde darüber diskutiert, wie gestalten sich die Übergänge zu Kindergärten, Schulen und Berufsausbildung, wie können Eltern bei der Erziehung unterstützt werden, wie kann ganzheitliche Bildung gefördert werden. Die Lösung, die Mammutschule. Die Grundschule nimmt Kinder von 3 umliegenden Kindergärten auf. Damit gibt es hier ein übersichtliches Quartier, das sich für die Erprobung eines Familienzentrums besonders gut eignet. Keine Frage, ein solches Projekt unterstützt die FIA-Stiftung der Volksbank EG gerne.